Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute Foodprint und Atas. Ich freue mich sehr, dass wir ja dieses Webinar, das Thema jetzt tatsächlich ja nachholen können und hier mit Bernd Böhme und Michael Burgstaller dann auch veranstalten dürfen. Freue mich ebenfalls, dass Sie heute wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Bedanke mich nochmal hier an der Stelle für das Interesse, aber auch an die Referenten für ihre Zeit und dass wir das hier zusammen machen. Bevor ich aber, wie immer, dann auch den Bildschirm übertrage, müssen wir einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Denn dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, ganz wichtig. Bitte diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und ja, am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist und bleibt wichtig an der Stelle. Gut, dann habe ich vorhin mitbekommen, dass der Michael startet. Deswegen übergebe ich jetzt sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend. Könnt ihr meinen Schirm sehen? Yes. Das ist gut, das ist gut. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Webinar. Heute geht es um die Footprint Charts und Bernd Böhme wird da weitere Ausführungen machen. Und wie ich immer vor den Webinaren pflege, ein paar Updates und neue Features vorzustellen, die wir jetzt schon in der Beta-Version haben und jeder, der möchte, kann die testen. Des Weiteren wird diese Beta-Version in Kürze in die Latest-Version wechseln. Wir machen das jetzt immer schrittweise. Ja. Gleich vorweg die neuen Funktionen im Footprint-Chart. Ich habe einige Anfragen bekommen im Support-Bereich. Es wäre nett, den Filter auf das Volumen in Prozente anzugeben. Ja. Und wir haben uns das natürlich angeschaut und haben das natürlich gemacht für euch. Wie folgt, in den Cluster-Einstellungen kann man ja filtern nach Volumen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nicht nur in absoluten Zahlen zu filtern, sondern auch in relativen Volumen. Das heißt, ich gebe hier ein 70% vom maximalen Volumen, das in der Historie vorkommt, das geladen ist. Und ich bekomme hier meine markierten Volumen, die eben die 70% des maximalen Volumens erreichen, automatisch. Das funktioniert in den Footprint Charts, so wie in Charts oder eben auch, wenn man das so konfiguriert, dass man die Volumen sieht. Ja. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, relatives Volumen zu filtern. Ist gut, wenn man Timeframes wechselt, ist gut, wenn man Instrumente wechselt, dann braucht man nicht immer absolute Zahlen eingeben. Das nächste, was wir hinzugefügt haben, ist eine Kleinigkeit. Das ist, wenn man das Mauswheel, also das Mausrad dreht, ja, zoomt man diesen Faktor und wenn man die Shift-Taste dazu hält, zoomt man diesen Faktor. So wird das Handling und das Zooming erheblich leichter. Das ist eine kleine Verbesserung. In dem Scalping-Dom haben wir die automatische Zentrierung hinzugefügt. Wir haben die manuelle Zentrierung hinzugefügt mit der Shift-Taste. Ja. Und im Großen und Ganzen war das eigentlich alles, was wir jetzt an kleinen Features haben. Was im Scalping Dome noch dazugekommen ist, weil es ja ein Scalping Dome ist, ist eine Ping-Funktion. Das heißt, ihr könnt jetzt schauen, wie viele Millisekunden euer Trade, eure Orders benötigen, um vom Server retour zu kommen. Und das ist eben angelegt als Ampel. Ja. Und wenn der Ping weniger als 500 Millisekunden beträgt, ja, das ist eh schon recht viel, ist es grün. Vor 500 bis 1000 Millisekunden ist es gelb und über 1000 ist es natürlich rot. Ja, das haben wir jetzt als Beta-Features drinnen, und werden wir natürlich anpassen und noch natürlich verändern. Ja, aber jetzt schauen wir es uns einmal an, wie das so ankommt und was das Kundenfeedback ist. Von meiner Seite war das jetzt für den Anfang alles.
Ich werde dann Bernd bitten, dass er anfängt mit seinen Ausführungen. Sollten zwischendurch Fragen kommen, bitte schreibt Fragen, Fragen, Fragen. Ich werde die entweder zum Schluss oder zwischendurch beantworten. Ja? Okay, Gut. dann übergebe ich dann den Bildschirm jetzt an Bernd. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, dass ich das hier auch richtig mache. Oh je, ich sehe ja ganz, was muss ich jetzt hier wählen? Jetzt eigentlich Monitor den. Ist ja hier. Jetzt müsste man bereits was sehen, denke ich. Ja, Kann die man? Präsentation. Genau, richtig. Also, ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt über den Footprint sprechen, dass wir ganz kurz mal darüber sprechen müssen, was sehen wir überhaupt in diesem Footprint, weil wir ja immer so gerne vom Order Flow Trading gesprochen. Was ist der Order Flow überhaupt? Dass wir vielleicht das mal ganz kurz definieren und ganz kurz darüber sprechen, wie Orders überhaupt ausgeführt werden, was es mit passiven und aktiven Orders auf sich hat und dass wir so zum Footprint hinkommen, zum klassischen Footprint auf mit Bid und Ask und dass wir dann an der Stelle weitermachen. Also erstmal kurz drüber sprechen, was ist der Order Flow überhaupt? Und da gibt es eine kurze Definition, die wir immer ganz gerne anwenden. Als Order Flow bezeichnet man den aktuellen Handlungsstrom, Order Flow, sowie den sich daraus ergebenden Footprint. Und der Schwerpunkt der Order-Flow-Analyse, also weshalb wir diesen Order-Flow überhaupt anschauen und wieso wir uns letztlich auch den Footprint anschauen, der liegt einfach darin, dass wir naheliegende Richtungsbestimmung damit betreiben möchten. Also mit einem Footprint-Chart kann man jetzt, wenn ich im Footprint-Chart reinschaue, dann kann ich nicht sagen, ah, okay, hier sehe ich jetzt irgendwas und das wird wahrscheinlich für die nächsten 3 Tage gelten, sondern alles, was ich da drin sehe, das hat eine relativ, ja, eine kurze Halbwertszeit. Und jetzt kann man natürlich sagen, sobald ich das ja im Footprint-Chart sehe, ist das ja, ja, was ist das jetzt? Das ist doch eigentlich schon Volumen, das ist ja schon gehandelt worden, ja. Und deswegen will ich auch ganz kurz was zum Volumen sagen, ja. Und als Volumen bezeichnen wir immer einen ausgeführten Trade. Das ist der Unterschied eben zu einer Order. Ja, eine Order ist noch nicht ausgeführt worden, die wartet noch auf Ausführung. Und hierbei Bei Volumen ist Bid und Ask eigentlich uninteressant, weil es ja letztlich die Summe daraus ist aus Bid und Ask. Und der Schwerpunkt der Volumenanalyse, wenn man über das Thema Volumenanalyse spricht, der liegt letztlich in der Interpretation des historischen Handelsschwerpunkte. Also welche Preise wurden in der Vergangenheit, waren in der Vergangenheit interessant? Und alles das, ja, das schaut man sich in der Volumenanalyse an, während man die Orderflow-Analyse oder das generell das Thema Orderflow und Footprint-Chart dafür nutzt, um eben kurzfristige oder ja, Bewegungen zu erkennen, die jetzt in Kürze wohl kommen werden. Ganz klar. Das ist erstmal so vorab, ja, damit man erstmal weiß, wo, was ist Orderflow, wo liegt da so ein bisschen die Grenze zum Volumen, weil das ja letztlich alles mehr oder weniger dann eins ist. Und wenn wir schon darüber sprechen, möchte ich noch mal ganz kurz anreißen, weshalb bewegt sich der Markt überhaupt? Das ist vielen nicht klar. Ich denke, viele der Zuschauer wissen das natürlich auch, aber vielen ist es nicht klar. Und deswegen würde ich ganz gerne mal darüber sprechen. Und zwar muss verstehen, es gibt zwei ganz grundsätzliche, unterschiedliche Orderarten. Es gibt da noch weitere natürlich, das sind, die leiten sich daraus ab, aber ganz grundsätzlich gibt es einmal die Limit Orders, das sind ja passive Orders und die warten letztlich darauf, dass eine Market Order herkommt und sie fällt. Wobei, und das muss man eben auch wissen, eine Sell Limit Order, die muss immer von der Buy Market Order gefüllt werden und eine Buy Limit Order muss immer ganz grundsätzlich von einer Sell Market Order gefüllt werden. Das heißt, Market Orders füllen sich irgendwie nie gegenseitig und Limit Orders füllen sich auch nie gegenseitig, sondern das Ganze geschieht letztlich immer über Kreuz. Deswegen habe ich das hier unten auch nochmal bei den Market Orders hingeschrieben. Das sind die aktiven Orders und nur mit den Market Orders, und das ist eben auch wichtig, dass man das versteht, kann letztlich auch der Markt bewegt werden. Was ich mit Limit Orders machen kann, ist natürlich, wenn, ja, wenn mein Konto groß genug ist, dass ich den Markt am gewissen Punkt für eine gewisse Zeit zum Stoppen bringe, indem ich alle Market Orders letztlich ja, wegabsorbiere. Ja, das funktioniert natürlich, aber wirklich bewegen, dass der Markt dann auf ein nächstes Preislevel kommt, das kann ich mit einer Limit Order, egal ob das eine Buy Limit oder eine Sell Limit Order ist, niemals tun. Dafür brauche ich auf jeden Fall Market Orders. Und das werden wir oft gefragt. Ja, in meinem Atlas sieht man es ja auch. Da gibt es ja noch etwas anderes.
Das sind zum Beispiel Stop Orders. Die habe ich jetzt hier nicht speziell aufgeführt. Moment, wo ist meine Maus? Ja, die stehen jetzt hier nicht dabei. Das erkläre ich einfach so. Eine Stop Order, die man ja braucht, um zum Beispiel den Stop zu setzen. Das ist letztlich nichts anderes als eine Market Order, von der der Broker weiß. Also wenn ihr einen Stop setzt, dann weiß FX Flat letztlich, okay, da an dem Punkt willst du raus, aber die Market Order, die ja eigentlich sofort ausgeführt wird, sobald man sie in den Markt setzt, die wird erst ausgeführt, wenn der Preis letztlich eure Stop Order berührt. Und in dem Moment wird in unserem Fall FX Flat dann diese Order an die Börse geben zur Ausführung. Und das ist eben auch der Grund, weshalb, wenn man hier mit einer Stop Order aus dem Markt geht, weshalb man nie die genaue Ausführung unter Umständen bekommt, ja, weil es so etwas nur wie Slippage gibt. Das liegt ja nicht am Broker, sondern an der Tatsache eben, dass es Slippage gibt. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, was das im Detail ist und wie das genau funktioniert. Gehen wir mal einen Schritt weiter, und zwar, welche Konsequenzen hat das? Ich habe gerade eben die Sache schon ein bisschen angesprochen. Eine Market Order, und dazu gehört auch eine Stop Order, die werden immer auf dem nächstmöglichen Preis ausgeführt. Wir schauen uns dazu gleich noch eine Grafik an, ja, was das im Detail zu bedeuten hat. Und sie wird nie auf dem Preis ausgeführt, auf dem sich der Markt aktuell befindet. Wir haben da schon sehr lustige Dinge erlebt, wenn ich das so mal ein bisschen plaudern darf. Und zwar Teilnehmer von uns haben uns dann angeschrieben, das waren wirklich ganz, ganz neu dabei und wir lachen darüber auch nicht, weil wir weiß, wollen wir das denn letztlich auch wissen, ja, haben uns angeschrieben, dass der Broker böse ist, weil wenn sie eine Market Order reinsetzen, werden sie, wenn sie auch auf 100 die Market Order reinsetzen, werden sie immer auf 101 ausgeführt. Das kann ja wohl nicht sein. Und das ist aber tatsächlich so. Ja, man wird nie auf den Preis ausgeführt bei der Market Order, auf der man letztlich die Market Order in den Markt hineingibt, sondern immer auf den nächsten Preis. Und wieso das so ist, das schauen wir uns einmal gleich die Grafik dazu an. Und ganz wichtig, das liegt nicht am Broker. Das ist etwas, das ist inhärent einfach in einem ganzen Börsengeschäft. Und zwar anhand eines Beispieltrades. Ich habe hier mal, das habt ihr sicherlich schon mal gesehen, wenn ihr Atlas nutzt, einen Dom ja aufgezeichnet. Hier oben seht ihr die Sell-Limit-Orders, die sind hier rot. Und hier unten seht ihr die Buy-Limit-Orders, die sind hier grün. Und was ihr hier auf der Seite seht, das soll die Preisskala sein. Auf die Zeitskala habe ich jetzt einfach mal komplett verzichtet. Und ihr seht hier aktuell, das wäre der aktuelle Preis, der wäre aktuell auf 93. Und hier liegen zwei Sell Limit Orders. Die Sell Limit Orders liegen immer oben. Ja, das muss man wissen, weil ich habe ja gerade erklärt, die Sell Limit Orders werden durch die Buy Market Orders gefüllt. Und wenn ich eine Buy Market Order in den Markt gebe, Buy steht ja schon drin, geht also nach oben. Deswegen müssen die Sell Limit Orders oben liegen, weil die Buy Market Orders nur diese roten Sell Limit Orders füllen können, während die Sell Market Orders die Buy Limit Orders füllen. Ja, wenn ich eine Sell Market Order in den Markt gebe, dann will ich ja nach unten handeln, aktiv. Das heißt, dann werden diese Buy Limit Orders gefällt. Machen wir ein paar Beispiele. Und zwar, was passiert, wenn ihr jetzt hier aktuell eine Buy Market Order in den Markt geben würdet? Hier liegen zwei Sell Limit Orders. Ihr gebt jetzt hier eine Buy Market Order in den Markt rein. Handelt ihr einfach. Was passiert? Letztlich bleibt der Preis hier auf 93 stehen. Und wenn sich das jetzt hier mit den Sell Limit Orders nicht ändern würde, würde jetzt hier noch eine Sell Limit Order stehen. Das müsst ihr euch jetzt einfach mal vorstellen. Und machen wir mal ein weiteres Beispiel. Also gehen wir wieder von der Ausgangssituation aus. Mit zwei Buy Market Orders, wenn wir uns mal vorstellen, hier müsste Orders stehen, ja, steigt der Markt auf. Also wenn wir jetzt hier zwei Buy Market Orders reingeben würden, die würden ja hier diese zwei Sell Limit Orders füllen. Und was würde passieren? Der Markt würde automatisch von 93 auf 94 steigen. Das heißt, das blaue Dreieck wäre hier oben bei 94. Und so bewegt sich letztlich der Markt, indem mehr Market Orders auf einem Preislevel hineingegeben werden, als Limit Orders gerade im Markt sind. Machen wir mal ein weiteres Beispiel. Bei 7 Buy Market Orders, hier steht, ja, Orders, ja, steigt der Markt auf. Jetzt kommt's, also wird erstmal das hier weg,
gefüllt werden. Dann würde das hier gefüllt werden. Ja, wir haben hier 7 und 1 hier oben. Das heißt, der Preis würde dann von 93 auf 95 hochgehen und hier oben wären statt 8 nur noch 7 Sell Limit Orders im Markt. Ja, das nur mal kurz zu erklären. Das war auch noch ein Beispiel. Ich denke, dann dürft ihr da verstanden haben. Was passiert, wenn wir 5 Sell Market Orders in den Markt geben? Der Markt fällt auf, ganz klar. Ja, der fällt hier alle weg auf der 92, weil hier stehen ja nur 3 Stück drin. Und der Markt fällt letztlich auf die 91 runter. Und hier würden dann noch 4 drin stehen. Also immer vorausgesetzt, wir wären gerade die Einzigen, die Market Orders handeln. Das ist klar, das sind wir natürlich nie die Einzigen. Und vorausgesetzt, es würden keine neuen Limit Orders nachgeschoben werden. Nelson, gibt es bis dahin Fragen? Aktuell nicht, nein. Aktuell nicht. Okay, ich hoffe, ich mache das alles nicht zu schnell, aber es gibt ja, glaube ich, eine Aufzeichnung auf YouTube später, ne? Genau. Correct. Ja, gut, dann, wenn das soweit verstanden ist, dann gehen wir mal einfach einen Schritt weiter und schauen jetzt uns einmal den Footprint an, also einen klassischen Footprint-Chart, so wie man ihn in ATAS auch findet. Und ich erkläre ganz kurz, was man da eigentlich in diesem Footprint-Chart jetzt sieht. Und zwar, man sieht einmal die Bit-Seite, das ist die linke Seite ganz grundsätzlich. Und dann sieht man auch immer noch die rechte Seite. Und das müssen wir mal ganz kurz verstehen, was zeigt uns dieser Footprint-Chart jetzt hier eigentlich an. Und zwar einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite. Also auf der Bit-Seite sieht man ganz grundsätzlich die auf diesem, Moment, wo ist meine Maus, auf diesen Preisniveaus jeweils gehandelten Sell Market Orders. Ja, also ich sehe hier zum Beispiel, wenn da hier neben drin noch eine Preisskala wäre, wüsste ich, auf diesem Preisniveau wurden 16 Sell Market Orders gehandelt. Und hier drüben auf der Ask-Seite sehe ich ganz grundsätzlich die Buy Market Orders. Das heißt, ich weiß, auf diesem Preis hier, auf diesem Preisniveau hier, wurden an dieser Stelle letztlich 6 Buy Market Orders gehandelt. Das Ganze ist, denke ich, relativ einfach zu verstehen. Und wir werden uns das auch gleich mal darüber unterhalten, wie man so einen Footprint-Chart korrekt liest, weil da werden sehr, sehr oft Fehler gemacht. Und das führt dann dazu, dass man einfach, wenn man es falsch liest, letztlich zu keinem guten Ergebnis kommt. Und dann gehen wir mal einfach eine Folie weiter. Und das sprechen wir erstmal kurz darüber, wie man den liest. Und zwar, hier unten siehst du es schon, ich habe gerade mal hier ein Beispiel gemacht. Hier ist es so, wir sprechen jetzt auch gleich über Imbalances. Einen Footprint-Chart liest man immer von links unten, also im Bit links unten, rechts hoch zum Ask, beziehungsweise letztlich auch umgekehrt, ja, vom Ask rechts oben zum Bit links unten. Und was du jetzt hier in diesem Beispiel siehst, ist folgendes, dass hier, Moment, wo ist meine Maus, hier auf der Ask-Seite deutlich mehr gehandelt wurde, wenn man diese beiden vergleicht. Vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, wieso ist das denn jetzt hier so diagonal nach oben? Wieso ist das jetzt hier nicht auf einer Preisebene? Ich habe kurz zuvor erklärt, dass die Sell- oder die Buy-Market-Orders immer die Sell-Limit-Orders fällen, beziehungsweise dass die Sell Market Orders die Buy Limit Orders fällt. Also, dass das praktisch über Kreuz geschieht und dass das eben immer auf dem nächstmöglichen Preisniveau geschieht. Und aus diesem Grund ist das hier eben auch diagonal und eben nicht waagrecht zu lesen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, also, man darf nicht einen Fehler machen. Genau, jetzt sprechen wir kurz, nachdem wir jetzt hier verstanden haben, wie man so einen Footprint Chart liest. Ja, und was wir hier sehen, also hier praktisch die Sell Market und hier die Buy Market Orders über das Thema Imbalances. Also Imbalance bedeutet ja nichts anderes als ein Ungleichgewicht. Das heißt, hier auf der Ask-Seite bei den Buy Market Orders, hier wurde wesentlich stärker gehandelt als hier auf der Bid-Seite bei den Sell Market Orders. Und in diesem Zusammenhang würde jetzt hier eine sogenannte Imbalance entstehen. Und das hier schauen wir uns dann auch gleich einmal noch in ATAS an, aber sprechen wir erst nochmal als nächstes darüber, dass sowas in so einem Footprint-Chart
öfter vorkommen kann. Ja? Und zwar in dem Fall, hier sehen wir das nochmal mit der 194, unserem Beispiel auf der Ask-Seite, also auf der Buy-Market-Seite, und auf der Sell-Market-Seite werden hier jetzt nur 9 gehandelt worden. Und jetzt haben wir 2 von diesen übereinander. Und wenn man so etwas sieht, da gehen jetzt die Expertenmeinungen ein bisschen auseinander. Manche sagen, naja, also um eine sogenannte Stacked Imbalance zu haben, brauche ich mindestens 3. Andere sagen, naja, 2 reichen schon aus, um eine Stacked Imbalance zu haben. Also, wenn man mal davon ausgeht, dass 2 solcher Imbalances, wie wir sie hier haben, also dass auf einer Seite ein Vielfaches von der anderen Seite steht, also egal, ob das jetzt da unten mehr ist oder da oben mehr ist, dann spricht man, wenn das übereinander gestapelt ist, spricht man von so einer sogenannten Stacked Imbalance. Ja, in diesem Fall wäre es eine bullische Stacked Imbalance. Und wir sprechen auch gleich noch darüber, wie die Ratio zwischen diesen beiden sein kann oder sein sollte. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Und ich muss auch ehrlich sein, es hängt auch immer ein bisschen vom Markt ab. Ja, und wie schnell der Markt ist. Und letztlich muss man auch darüber sprechen, dass natürlich die Märkte heute sehr stark algorithmisch getrieben sind. Und was wir jetzt uns hier anschauen, das konnte man vor 10 Jahren noch als Einstiegssignal verwenden. Das funktioniert heute nicht mehr so gut als Einstiegssignal, allerdings noch zur Richtungsbestimmung. Da funktioniert es noch ganz gut. Schauen wir uns mal weitere Beispiele an. Also kommen wir erstmal ganz kurz zu den Ratios. Man findet ganz unterschiedliche Ratios oder Ratio-Empfehlungen. Die beschreiben das Verhältnis, ja, zwischen Ask und Bid, beziehungsweise zwischen Bid und Ask. Das kann 1,4 sein oder es kann 3 sein, was es damit auf sich hat. Das schauen wir uns auch gleich nochmal in Atas an. Gucken wir mal weiter. Hier unten sehen wir mal eine umgekehrte Situation. Hier drüben sehen wir jetzt, dass es hier auf der Bid-Seite, ja, deutlich, dass hier deutlich mehr gehandelt wurde als auf der Ask-Seite. Das Gleiche sehen wir aber hier auch. Ja, das ist, hier wurde deutlich mehr auf der Bid-Seite gehandelt als auf der Ask-Seite. Und hier sehen wir das Ganze nochmal. Also hier sehen wir letztlich eine Stacked Imbalance auch in die Gegenrichtung. Also es kann sein, dass man innerhalb einer Kerze, ja, eine bullische Stacked Imbalance sieht und eine bärische Stacked Imbalance sieht. Das ist gar nicht so selten, gerade wenn der Markt nicht so richtig weiß, wo er hin möchte oder wenn er eben an wichtigen Levels unterwegs ist. Und das ist so ein bisschen die Vorbereitung jetzt für Atas. Und ich wechsle jetzt mal zu Atas und hoffe, dass man das auch hier sehen kann. Kann man das sehen, Atas? Nelson? Ja. Ja? Okay, gut. Also ich habe jetzt hier mal einfach einen Atas-Chart geöffnet. Und zwar hier einen M5-Chart. Hier drüben sehen wir die Limit Orders, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Wenn wir die ein bisschen größer ziehen, sehen wir auch die Werte, die drinstehen. Und ich glaube, jetzt hier zu den Kerzencharts muss ich nichts sagen. Ich glaube, das hat soweit jeder verstanden, der hier zuschaut. Und ja, jetzt ziehe ich einfach mal das Ganze hier ein bisschen auf. Das ist so die einfachste Variante in Atas. Und jetzt sehen wir hier einen Chart. Und jetzt schauen wir uns mal hier einen klassischen Footprint-Chart an. Dafür gehen wir hier drüben in Atas einfach. Wenn wir das so weit aufgezogen haben, wird das hier sichtbar. Ja, dann gehen wir hier einfach auf Bid Ask. Und Moment. Okay, da habe ich hier eine falsche Farbeinstellung. Das haben wir gleich korrigiert. Muss ich kurz hier drüben hingehen. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder den Hintergrund dunkel zu machen. Ich glaube, das könnte jetzt, oder ein bisschen dunkler einfach zu machen. Ja, ich mache den mal in der Farbe. Ah, das tut nichts. Moment. Achsen- und Textfarbe, das passt. Bisschen weiter reinzoomen, Bernd. Weiter reinzoomen? Okay. Weiter reinzoomen, ja. Danke für den Hinweis. Ich war jetzt gerade etwas. Ah, okay, alles klar. Das hat mich irritiert. Gut, dann mache ich die Achsen, den Achsenhintergrund, mache ich dann nochmal kurz wieder weiß, weil ich glaube, da sieht man es auch ein bisschen besser.
Perfekt. Gut, jetzt sehen wir hier einen klassischen Footprint-Chart, wie wir ihn gerade eben auch hier in der Präsentation gesehen haben. Und hier sehen wir auch einmal die Bid-Seite und hier drüben die Ask-Seite, also hier die Sell-Market und hier die Buy-Market-Orders. Und jetzt will ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr hier im aktuellen ATAS euch die Stacked Imbalances anschauen könnt. Und das geht relativ, oder generell die Imbalances anschauen könnt. Das geht relativ einfach. Und zwar, ihr geht hier oben einfach auf den Hammer und den Schraubenschlüssel. Dann im Moment geht er hier bei Cluster-Einstellungen ganz nach unten und hier seht ihr das Bid-Ask-Imbalances-Einstellungen und hier kann man die einfach mit einem Haken aktivieren und hier kann man die Imbalance-Rate oder die Ratio, das wird von Software zu Software unterschiedlich genannt und 150 bedeutet jetzt in ATAS zum Beispiel 1,5 in anderen Softwareprogrammen. Ja? Und ich schließe das mal und das würden wir jetzt hier praktisch immer diagonal lesen. Also hier die 267 oder die 465 ist mindestens 1,5 mal so groß wie die 267 und so weiter und so fort. Und hier oben zum Beispiel sehen wir jetzt zwei übereinander. Das würde man dann, oder, beziehungsweise manche Orderflow-Trader bezeichnen diese zwei übereinander schon als Stacked Imbalance. Hier sehen wir drei übereinander. Das wäre dann auf jeden Fall eine Stacked Imbalance. Hier sehen wir auch drei übereinander. Das ist ebenfalls eine Stacked Imbalance. Und das sind jeweils Hinweise darauf, dass praktisch dieser Trend ja nach unten fortgeführt wird. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch eine große bullische Stacked Imbalance drin. Ja, die Kerze wurde hier wieder nach oben getrieben. Und hier oben sehen wir dann wieder eine bärische Stacked Imbalance. Die nächste Kerze ging dann wieder ein Stück nach unten. Wie gesagt, es ist je nachdem, wie, oder sag ich mal so, die Aussagekraft dieser Imbalances und auch dieser Stacked Imbalance Footprint hängt natürlich sehr stark davon ab, wie volatil ist aktuell der Markt. In Nachrichtenzeiten funktioniert das mehr oder weniger gut. Und je ruhiger der Markt ist, desto besser funktioniert letztlich auch das ganze Thema mit dem Footprint. Wichtig ist vielleicht auch noch, und da suchen wir jetzt mal ein ganz gutes Beispiel, ob wir da mal was finden. Eine Imbalance, wenn wir eine sehen im Markt, die muss immer auch ein bisschen zum gehandelten Volumen passen. Also wir sehen ja hier überall dreistelliges Volumen. Ja? Also Entschuldigung, nicht Volumen, dreistellige Werte auf der Bid- und der Ask-Seite, auf jedem der einzelnen Preise hier. Und hier unten zum Beispiel seht ihr jetzt eine Imbalance, die 16 zu der 9. Und das Hier ist es einfach so, dass dieser Wert hier unten, die 16 und die 9, ja, es ist eine Imbalance, aber letztlich passt das jetzt vom Verhältnis jetzt nicht mehr hier zum gehandelten Volumen. Und wenn hier unten jetzt einige solche kleinen Imbalances wären, also zum Beispiel 9 zu 16, 2 zu 7, 3 zu 10, dann würde das normalerweise hier unten, wenn man das nicht speziell einstellt, schon als Imbalances angezeigt werden. Man würde auch eine Stacked Imbalance sehen, wenn da mehrere übereinander sind, würde aber vielleicht dann zu einem falschen Schluss kommen. Das heißt, eine wirklich aussagekräftige Imbalance passt auch grundsätzlich hier zu den anderen gehandelten Bid und Asks, ja, je nachdem, auf welcher Seite gehandelt wurde. Jetzt bietet ATAS noch weitere Möglichkeiten an, sich den Footprint anzuschauen und die schauen wir uns natürlich auch einmal an. Und zwar hier schaue ich mir das immer auf Bid und Ask an. Gibt es einmal die eingefärbte Variante auch nochmal. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil man hier auf einen Blick sehr gut erkennen kann, wurde mehr auf der Bid-Seite oder eben mehr auf der Ask-Seite gehandelt. Entschuldigung. Und dadurch kann man relativ gut schon erkennen, wenn der Markt nicht zu schnell ist, also der Footprint letztlich auch eine entsprechende Aussagekraft hat, ob der Markt eventuell dreht. Dann gibt es auch hier noch die Möglichkeit, und das ist ganz klassisch, sich hier diese Ladder anzuschauen. Hier hat man den Vorteil, dass man einfach farblich sehr gut dargestellt bekommt,
Wie viel wurde denn auf den einzelnen Preislevels Bid und Ask gehandelt? Das heißt, je dunkler die Farbe ist, je kräftiger die Farbe ist, desto größer ist der Wert, der gehandelt wurde auf den einzelnen Preislevel. Das heißt, wenn im oberen Bereich zum Beispiel wie hier die Farben sehr dunkel sind, dann weiß ich, ah, okay, hier oben, kurz bevor die Kerze aufgehört, waren noch sehr viele Käufer drin. Und wir können davon damit rechnen, ja, wenn es die nächste Kerze erstmal aufmacht, dass die jetzt nicht erst sofort aus dem Markt sind, sondern dass die an der Stelle vielleicht natürlich auch noch weiter handeln, sodass die nächste Kerze erst einmal long sich weiter bewegt. Ja, man sieht es ganz gut. Hier wurde viel gehandelt und hier drüben im Preislevel, das ist genau oben drüber hier, ja, da wurde auch noch viel auf der Ask-Seite gehandelt. Kann man damit ganz, ganz gut erkennen. Wie gesagt, letztlich geht es hier bei der Analyse des Footprints oder Analyse des Orderflows nicht darum, große Marktbewegungen zu identifizieren, sondern vor allen Dingen diese kleinen. Ja? Und aus dieser kleinen Bewegung raus, das ist auch genau das, was wir in der Orderflow- und Volumenanalyse machen, aus dieser kleinen Bewegung raus, kommen wir dann in die große Bewegung hinein. Das ist sozusagen der Trick und das spart letztlich sehr, sehr viele Fehleinstiege, also Einstiege, die in die falsche Richtung laufen. Weil ich denke, jeder Trader, der Daytrading betreibt, der kennt ja das Problem, man steigt ein, der Trade, der läuft zwei Ticks für einen, ja, und ja, plötzlich dreht der Markt, ja, und fängt an, gegen einen zu laufen. Und das kann man schon mal ganz, ganz gut eingrenzen, indem man sich mit dem Thema Footprint und Order Flow auseinandersetzt. Okay. Genau, es gibt es noch als Histogrammdarstellung, das ist dann dieses hier. Es gibt es auch noch als Digital Histogramm, da sieht man auch nochmal die Zahlen drin. Früher habe ich diese Einstellung sehr gemocht. Zwischenzeitlich, muss ich sagen, mag ich das jetzt nicht mehr so sehr. Finde ich die anderen Einstellungen, also gerade hier diese klassische Bid-Ask-Einstellung ein bisschen praktischer. Dann haben wir hier noch die Einstellung, hier addiert Atas, und das finde ich jetzt auch gut, das gibt es aber noch nicht so lange. Auch nochmal die Werte auf, und zwar als Volumen, ja, dass ich sofort erkennen kann, innerhalb der Kerze, wo wurde das meiste Volumen gehandelt. Was man hier sehr gut sieht, hier wurde im oberen Bereich der Kerze sehr viel Volumen gehandelt. Letztlich hat es aber nicht gereicht, ja, um noch weiter oben rauszukommen. Das hatten wir, und was es eben auch noch gibt, ist das Thema Delta. Und was ist ein Delta? Ein Delta ist eigentlich, kann man ganz einfach beschreiben, bei einem Delta wird letztlich hier die von der Ask-Seite die Bid-Seite abgezogen. Ja? Also es wird praktisch hier waagrecht berechnet. Und hier sehen wir, hier im oberen Preisbereich haben wir dann praktisch ein bullisches Delta in dem Bereich. Hier haben wir auch ein bullisches Delta. Hier können wir es den Wert leider nicht so gut lesen, aber hier sieht man es ganz gut. Hier haben wir ein bärisches Delta. Hier ist eindeutig auf der Bid-Seite mehr gehandelt worden. Und mit dieser Darstellung kann man eben auch sehr, sehr gut erkennen, okay, wie verhält sich denn das Ganze innerhalb der Kerze? Und hier kann man auch sehr gut den Grund erkennen, weshalb letztlich dann die nächste Kerze nicht long weiterging, weil hier oben dann doch ein relativ kräftiges bärisches Delta drin ist. Ja, und dann ging es eben hier bärisch auch weiter. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Delta Colored, okay, man kann das Delta natürlich auch noch farbig darstellen. Diese Einstellung benutze ich persönlich allerdings schon längere Zeit nicht mehr. So, gibt es Fragen zum Footprint, Nelson? Im Chat sind keine Fragen aktuell, also war bis jetzt alles verständlich, aber natürlich haben Sie die Möglichkeit, hier direkt Fragen zu stellen. Genau, ich wäre jetzt erstmal mit meinen Ausführungen soweit. Ich weiß nicht, ob Michael noch was ergänzend hat zum Thema Footprint Chart. Also, natürlich. Ja, natürlich. Ja, gut. Man möge mir den Schirm reichen. Ja. So soll es sein. So. Moment. Kann man meinen Schirm sehen? Also ja. Ich kann ihn sehen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Bernd hat ja jetzt erklärt, was es mit diesen Stacked Imbalances auf sich hat. Und so wie er richtig gesagt hat, gibt es natürlich, jetzt haben wir hier da den S&P 500 im 5-Minuten-Chart, haben wir hier auch Stacked Imbalances, die eben vom Volumen her niedrig sind. Ja, also eine Imbalance, ein Ungleichgewicht ist natürlich
aussagekräftiger, umso mehr Volumen in dieser Imbalance steckt. Also mal klar, also wenn wir jetzt da wenig Volumen haben und eine Imbalance, dann wird die nicht so aussagekräftig sein, als wie eine, die eben mit Schmackes daherkommt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hier noch zeigen, gibt es eben in Atlas diesen Stacked Imbalances Indikator. Hier kann ich eben definieren, wann er mir diese in den Chart zeichnen soll. Ja, also ich möchte drei aneinander haben, ich möchte 300% Imbalance Ratio haben. Ich könnte hier noch das Volumen dazu filtern, ja, dass ich eben genau diese Signale rausfilter, die mit wenig Volumen daherkommen. Und ich kann ihm eben sagen, dass er diese Stacked Imbalance einzeichnet und bei einem Retest dieser eben dann löscht. So, und hier haben wir halt, ich habe das jetzt schneller mal Imbalance, 300%, mindestens drei übereinander. Wenn es mehr sind, macht er mir diese auch. Und wie man hier schon sehen kann, Michael, in diesem Fall hat es funktioniert. Ich habe Tonausfälle. Ich höre dich teilweise nicht. Ich weiß nicht, gibt es nur das ist. Du musst erstmal den Chart bewegen und dann spreche, Michael. Sprechen und bewegen gleichzeitig unterlassen. Jawohl. Also genau. In dem Fall hat es funktioniert. Und was wir hier sehen, ist eben eine Stacked Imbalance. Die hat meiner Meinung nach null Aussagekraft, weil sie mit wenig Volumen daherkommt. Aber genau an diesen drei Ticks hat sich eben diese Stacked Imbalance bewährt. Ich mache jetzt kurz Sendepause zum Scrollen. Lange Sendepause. Sind wir da angekommen? In diesem Fall hat sich diese Stacked Imbalance auch kurzzeitig bewährt und natürlich hält ja kein Signal ewig. Es ist jetzt völlig egal, ob wir Volumen analysieren oder Stacked Imbalances oder sonstiges. Irgendwann brechen alle Levels, ja, sonst würde der Markt nur in eine Richtung marschieren. Das geht ja nicht. Und in dem Fall sieht man eben, wie manche Trader eben diese Stacked Imbalance verwenden. Als Einstiegspunkt, als Support-Resist-Punkt und so weiter und so fort. Das ist eben das Thema Stacked Imbalances, wo man sich eben ein Ungleichgewicht raussuchen kann. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Meiner Meinung nach, was diese Imbalances als Ganzes betrifft, dafür gehen wir mal jetzt aktuell auf den Preis, der sich jetzt gerade formt. Wir haben natürlich immer noch das Limit, die Markttiefe. Ja, das kann jetzt natürlich sein, dass ich eine super tolle Stacked Imbalance bekomme, weil eben zur gleichen Zeit im Limitbuch irgendjemand ständig Limits nachfüllt. Das heißt, ich habe dann habe dann Market-Ausführungen noch und nöcher. Ja, aber der Markt bewegt sich nicht, weil da irgendwer mit Limit Orders eben das verhindert. Und zu den Ausführungen von Bernd hinzu, es gibt natürlich Varianten, wo das Limitbuch bzw. die Markttiefe den Markt bewegt. Ja, da sind wir dann in einer Sphäre von den Amerikanern, die das verboten haben. Und zwar ist es offiziell verboten, wenn es ein Mensch macht, falsche Limit-Orders ins Buch zu stellen und damit den Markt zu manipulieren. Das heißt, wenn einer ein sehr dickes Konto hat, könnte er rein theoretisch, so wie hier oben, jede Menge Limit-Orders in den Markt stellen. Das sehen natürlich andere Marktteilnehmer und es kommt sehr oft vor, dass der Markt da gar nicht, sondern vorher abdreht. Ja, das Ganze geht natürlich auf der Unterseite auch. Also wenn der, dann stellt wir einen Haufen Limits rein. Die Masse sieht das, dass hier sehr viele Limits im Markt liegen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Level dann hält und der Kurs dreht ab. Und das Lustige bei den amerikanischen Regulierungen ist ja dieses, dass wenn es ein Mensch macht, ist es verboten. Wenn es vollautomatisiert passiert, ist es erlaubt. Das zum Thema. Und die dritte Variante hier ist natürlich auch noch, dass jemand oben und unten viele Limit Orders in den Markt stellt, um den Markt in eine Seitwärtsphase zu bringen. Ja, das ist eben, könnt ihr mal googeln, das heißt Channeling, das Verfahren, wenn wer Orders in den Markt gibt, um den
um den Markt zu manipulieren, ohne dass er auf Aufführung, Ausführung im Markt ist, ja, dann nennt sich das Spoofing. Das heißt, es wird eben versucht, passiv den Markt zu manipulieren und ist, wie gesagt, wenn es ein Mensch macht, nicht erlaubt. Warum ist das so? Ich vermute, das Gesetz bzw. die Regulierung ist deswegen so, dass es maschinell erlaubt ist und händisch nicht, weil es ja auf jeder Börse, ob das jetzt bei der deutschen Börse ist oder bei der CME, gibt es Mitarbeiter bzw. Systeme, die Market Making betreiben. Das heißt, dieser Mitarbeiter oder dieses System bringt Liquidität in den Markt und schaut, dass Volumen da ist. Ja. Die müssen schauen, dass eben jeder bzw. die meisten Kunden, wir sind alle Kunden der Börse, dass die eben Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Und das kann man sehr schön vor News zum Beispiel sehen. Wenn wir News haben, einige Minuten vor den News wird das Orderbuch ganz dünn. Dann werden die Market Maker bzw. die Programme, die Liquidität bereitstellen, werden weggenommen. Ja, weil der Market Maker in dem Fall auf der Börse kann sich auf beiden Seiten positionieren bzw. Liquidität auf beiden Seiten zur Verfügung stellen. Er darf aber keine Gewinne machen. Das heißt, Ende des Tages muss der Market Maker mit plus minus null draußen sein, muss aber schauen, dass er jede Seite mit Liquidität, dass er Liquidität zur Verfügung stellt. Ja, weil es doch größere Kunden gibt auch, die whatever, irgendein Fonds oder sonst irgendwas möchte jetzt da im S&P 500 mit, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Kontrakte zum Beispiel auf der Long-Seite rein, dann wird das dauern, dann laufen entweder Algorithmen im Hintergrund oder es laufen offizielle Iceberg-Orders, dass der eben diese Masse an Kontrakten in den Markt bekommt, ohne dass er den Markt nach oben treibt. Das ist Sinn der Sache. Ja. Also das wäre das noch zum Thema von dem Ganzen. Und wenn man das sichtbar machen möchte, ob es jetzt da hier zum Beispiel, ob eben der Kurs an ein Level kommt, wo Limit-Orders das verhindern, dass der weiter steigt, dann kann man das schön im Delta sehen, meistens. Ja. Ich schaue, ob ich jetzt kurzerhand irgendwo ein Beispiel finde. Ich scrolle wieder, ich rede nicht. Ja, hier haben wir, nicht sehr aussagekräftig, aber wir haben wieder ein Beispiel, an dem man das jetzt da einigermaßen festmachen kann, was ich meine. Nehmt mich jetzt nicht für 100%, aber was ich meine. Wir haben hier in dem Fall, in dem Bereich hier, lauter Verkäufer. Das heißt, wir haben einen Verkäuferüberhang bei der Abwärtsbewegung, aber der Kurs fängt an zu stoppen. Das kann nur eines bedeuten, dass hier verkauft wurde, aber auf der Limitseite mehr da war, als wie verkauft wurde. Dann geht irgendwann dieser Verkaufsdruck raus, ja. Das könnt ihr euch so vorstellen, wir haben jetzt 100 Leute im Stadion, die 100 Leute im Stadion verkaufen alle, dann sind keine Verkäufer mehr da. Und dann kann sich der Markt mit wenig Volumen nach oben bewegen, weil eben unten schon alles verkauft wurde. Die Verkäufer sind alle schon drin, ja, die Käufer bleiben über und haben dann im Prinzip freies Spiel und können leicht nach oben. Und diejenigen, die hier eben short sind, positioniert sind, das ist ja nur der Überhang, ja, das sind ja tausende short, der Überhang ist eben da definiert. Die müssen ja dann bei der Aufwärtsbewegung oder nicht müssen, aber viele wollen dann bei der Aufwärtsbewegung raus. Und wenn die short sind, müssen sie sich freikaufen, mehr oder minder. Ne? Und das ist, deswegen ist es immer wichtig, die Market- und die Limitseite beides im Auge zu behalten, was da passiert, wie es passiert und vor allem auch schauen, ob hier extrem viel in den Markt kommt oder rausgenommen wird. Es ist auch interessant zu sehen, zum Teil, wenn der Markt eben solche Levels anläuft, so wie hier oben haben wir 336 Limit Orders im Markt und hier unten haben wir 198 im Markt. Was passiert denn, wenn der Markt darauf läuft? Ein, zwei Ticks vorher verschwindet er, dann wissen wir ganz genau, da hat irgendwer wieder mal mit seiner Liquidität gespielt und hat Orders in den Markt gegeben, obwohl er gar nicht Interesse hat, dass die gefüllt werden. Ja. Oder der hat diese vorher schon in den Markt gegeben, um genau das zu erreichen, dass der Markt von dem Level wegläuft. Und wir sehen auch in Atlas, wenn der
genau diesen Level erreicht, ob natürlich diese dann auch gefüllt werden. Das sehen wir ja dann auch. Da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann das in der Dimension Sales Liste sehen. Man kann das in dem Order Flow Indikator sehen. Dann wissen wir, diese Order war echt. Da möchte wer agieren. Mhm. Ja. Und das ist eben so die Thematik. Und das Gleiche, was wir hier sehen, quasi, sieht man ja im klassischen Dom auch. Ja. Ja, Michael, kann ich noch was ergänzend sagen? Wir hatten uns ja gerade über Market Maker unterhalten und gerade für die Zuschauer, die vielleicht jetzt hier den Micro-ES handeln, wenn man sich den Micro-ES anschaut, dann läuft er ja fast tickgenau parallel mit dem Mini-ES, also mit dem Mini-S&P 500. Und hier ist es eben so, Micro-ES, der wird natürlich massiv, sagen wir mal, synthetisch liquide gehalten. Und wenn ihr da Analyse macht im Micro-ES, das solltet ihr lieber nicht machen, sondern lieber den Mini analysieren und dann den Micro handeln. Also einfach nur mal als Hinweis, viele fangen an, den Mikro zu analysieren. Und aufgrund der Tatsache, dass der einfach, ich sag mal, synthetisch liquide gehalten wird, stimmt oder passt da auf der Footprint oder ist es nicht so ganz eindeutig? Und es ist einfach besser oder einfacher, den Mini zu analysieren und dann den Micro zu handeln. Das nur als Hinweis, was die Handelbarkeit von Micro-Futures anbetrifft, also gerade für den E-Mini-S&P 500. Ja, den kann ich mich nur anschließen und das gilt eigentlich für jedes Asset, das einen kleineren Bruder hat. Genau. Ja, also ob das jetzt der FDAX ist, ob das der S&P ist oder eben jetzt die Währungsfutures, die auch im Kleinen verfügbar sind, man sollte halt immer den größeren Bruder des Assets analysieren, vor allem was das Volumen betrifft. Dann kommt man nämlich, wenn man das macht und sich das einmal im Vergleich anschaut, dann kommt man relativ schnell zur Erkenntnis, dass das, was man im Kleinen macht, dass das nichts bringt. Das ist, ja, das ist für nichts. Ja. Genau. Und ich habe das eben gerade am Wochenende auf der FX Flat Bühne auf der Invest auch erklärt. Man kann das eben vergleichen, wie ich habe es verglichen mit Folien, wie eine Umfrage, eine politische Umfrage. Ja, wenn jetzt ein Umfrageinstitut hergeht und sagt, was wählen Sie denn am Sonntag? Und ich habe hier 100 Leute befragt, dann bekomme ich zwar ein Ergebnis, ja, mit einer Schwankungsbreite. Und diese Schwankungsbreite hat dann 3, 4, 5%. Wenn ich die gleiche Umfrage mache, ja, mit 10.000 Personen, dann wird meine Schwankungsbreite kleiner. Das heißt, ich bekomme ein genaueres Ergebnis. Und so könnte ich irgendwie diese Eselsbrücke schlagen. Umso mehr Volumen ich habe in einem Asset, umso genauer wird die Analyse, wenn es ums Volumen geht. Ja, also umso mehr Marktteilnehmer ich eben in diese Umfrage, sprich Volumenprofil und Volumen- und Orderflow-Analyse drinnen habe, umso genauer werden meine Einschätzungen des Marktes. Also ich vergleiche das gern so, weil es relativ einfach ist, sich das zu merken. Und das korreliert natürlich. Umso mehr ich habe an Informationen, umso genauer wird die Information. Deswegen funktioniert grundsätzlich mal mit den Standardwerkzeugen, es gibt natürlich Tricks dafür, mit den Standardwerkzeugen die Volumenanalyse und das Orderflow-Trading umso weniger, desto illiquider der Markt ist. Ja. Ja. Und es gibt eben Tipps und Tricks natürlich, die gibt's und Tools, wie man eben das Ganze noch ein wenig glätten kann und auch in einem dünnen Markt zu guten Ergebnissen kommt. Das wird uns jetzt aber die Präsentation sprengen. Ja, ja. Genau. Ja, gibt es Fragen? Aktuell immer noch nicht. Ah, ui, das erklären wir heute gut. Ja, gut erklärt. Ja. Gut, dann grätsche ich nochmal rein. Ja, ja. Zum Thema, weil ich gesehen habe, dass du noch die normale Atlas-Version installiert hast. Bei mir läuft ja die Alpha-Version. Da sind eben schon Tools und Features drinnen, die kommen demnächst, beziehungsweise gibt es erst in der Beta-Version von Atlas. Ich habe heute extra nicht die Alpha verwendet, weil ich die nicht zeigen wollte, weil ich nicht wusste, ob es okay ist. Und weil also verwende ich die auch, ja, muss ich dazu sagen. Ja, also wie gesagt, wir haben das da schon drinnen. Ich mache hier mal freien Tisch und lösche alles raus, was wir jetzt nicht brauchen. Grundsätzlich ist es so, dass es den einen Footprint-Chart nicht gibt. Den gibt es nicht. Ja. Ein Footprint-Chart ist im Prinzip die Information in der Kerze. So würde ich es mal definieren, weil es eben
hunderte verschiedene Varianten eines Footprint-Charts gibt. Man könne jetzt sagen, in dem Fall, ich möchte das Volumen analysieren. Ja, ich kann aber genauso sagen, ich möchte nicht das Volumen analysieren in meinen Charts, ich möchte sehen, wie viele Trades, wie viele Ausführungen hat es hier gegeben, oder ich kombiniere beides. Ja, der Bernd hat eben diese Bid-Ask-Variante schon erklärt, und da gibt es jede Menge verschiedene Sachen, beim Delta genauso. Wenn ich die Überhänge, wenn ich wissen will, wer von der aggressiven, von der Market-Seite ist denn eigentlich jetzt auf der richtigen Seite? Wer hat denn jetzt die Power? Und wie gesagt, bei diesen Sachen muss man sich unbedingt immer die Markttiefe auch anschauen. Weil hier können noch so viele kaufen. Wenn die Limits in den Markt geschoben werden, haben wir ein Ungleichgewicht an Kauf und Verkauf. Ja, das heißt, wir haben hier jede Menge Leute, die sind long und die werden dann irgendwann hier unten aussteigen müssen. Ja, und das hat uns eben dazu bewegt, dass wir eben diesen Footprint Designer haben. Ich habe das beim vorigen Webinar kurz angeschnitten. Da haben wir eben durch die Kombination und die Aneinanderreihung dieser verschiedenen Methoden, ja, also den Content, den Modus, das Color Scheme, das heißt die Einfärbung, haben wir ja mittlerweile über 200 Varianten, die wir eben zu Chart bringen können, je nachdem, wie der handelt, welche Ansätze das er hat, was er analysieren möchte. Ne? Und das geht so weit, dass man mir mittlerweile eben diesen ganzen Footprint Chart auf Heatmap-Basis darstellen können. Och, wo wird denn viel gehandelt und wo nicht? Ja, also die Heatmap haben wir aus dem Preis, aus dem DOM-Levels-Indikator, der was mir die Limit-Orders trackt. Ja, da kann ich nachschauen, wie sich die Limit-Orders über die Zeit verhalten und wo viel drinnen ist, haben wir jetzt eben in den Footprint gebracht. Und je nach Markt muss man sich den natürlich konfigurieren. Ja, das heißt, ich möchte hier maximale Volumen sehen, die Kontraste rausnehmen und dann habe ich eben meine Preisbereiche sofort sichtbar. Gehandelt wird und in dem Fall kombiniert auch mit dem Delta. Ja, das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Sache. Und was wir auch haben jetzt, was auch neu ist, wir können, ohne in den Footprint-Modus zu wechseln, die Footprints, so wie wir sie definiert und eingestellt haben, eben mit einer quasi Footprint-Lupe anschauen. Das heißt, wenn ich meine Analyse mache, ja, whatever, was ich auch mache und ich möchte wissen, was jetzt in dem Docht genau passiert ist, dann kann ich mit einem Klick reinschauen und kann sofort sehen, ob eben, was für mich persönlich auch immer sehr wichtig ist, ob an den Tops extrem viel gekauft wird. Also das ist ein guter Tipp, analysiert mal die Charts, ob nicht irgendwo auf einen Top extremes, wirklich extremes Volumen gekauft wird und der Kurs fällt dann. Und dann werdet ihr sehen, ja, dann werdet ihr sehen, dass eben diese Menschen, die falsch positioniert sind, da spricht man meistens Trap, ja, wenn sie getrappt sind, das heißt, sie sind falsch und der Kurs läuft dann weg, dann müssen die ja auch liquidieren und aus der Position raus. Und dieses Raus aus der Position verschiebt natürlich das Ganze noch weiter in die falsche Richtung. Und das sind eben so Tipps und Tricks, die man anwenden kann, was das Thema Footprint betrifft. Ja. Ja, ich sehe das ganze Thema Footprint und Volumenanalyse eigentlich als Werkzeug, ja, als ein Toolset, um eben bessere Handelsentscheidungen treffen zu können. Und so sollte es auch sein. Ja, es gibt eben Strategien, die rein auf das Prinzip beruhen, also die was nur diese Prinzipien hernehmen. Aber es gibt genauso Trader, die was mit simplen Moving Averages und anderen Oldschool-Methoden arbeiten und eben das Ganze dann zu deren Signal hinzufügen und eben versuchen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, es kann durchaus sein, dass alte Strategien, die eben schon jahrelang am Markt nicht mehr funktionieren, mit Zuhilfe solcher Tools, wo man dann wirklich seine Trefferquote erhöhen kann, ja, wieder funktionieren. Das habe ich nicht nur einmal gesehen, das habe ich schon öfters gesehen, dass es einfach Möglichkeiten gibt, eben einen Mehrwert zu generieren und diesen Mehrwert dann natürlich auch in Handelssignale umzusetzen. Ja. So. So, es gibt ja mittlerweile auch Fragen. Oh, schön. Genau, sehr gut. Also Edi hat erstmal zwei Anmerkungen. Er sagt, in Amerika gibt es schon seit 10 Jahren Footprint Charts und es kommt das auch auf den Datenanbieter an. Genau, es gibt den Footprint Chart länger.
als 10 Jahren. Und zwar hat es die Firma Delta Charts seinerzeit zum Einsatz gebracht und hat seinerzeit auch den Footprint Chart als solches, das war ein geschützter Name. Deswegen sieht man heute hin und wieder noch Footprint und das schöne R drauf, ja, Register Trademark. Was ist passiert? Seinerzeit ist dieses Unternehmen von CQG gekauft worden und weil keiner ein Interesse gehabt hat, ist das Unternehmen eingestellt worden. Ja, also Delta Charts, so hat die Software geheißen, hat eben diese Footprints in den Umlauf gebracht und ich glaube, das ist schon länger wie 10 Jahre her. Ja, das ist schon länger her. Und zur zweiten Frage, es kommt auf den Datenanbieter drauf an. Jein, jein. Es ist eben so, dass die Volumen müssen dieselben sein. Die Volumen müssen dieselben sein. Es ist egal, welcher Datenanbieter diese sendet. Mit dem Delta und der Paketdichte, wie die Daten daherkommen, da geht es dann im Prinzip um das Thema Times and Sales Liste und ob diese aggregiert wird und nicht und wie die verschachtelt wird und nicht. Hier gibt es natürlich von Datenfeed-Anbieter zu Datenfeed-Anbieter Unterschiede. Ja. Es gibt quasi keinen Datenfeed-Anbieter, zumindest für Retail-Kunden, der auch leistbar ist, der hundertprozentig gleich ist wie der andere. Ja, es gibt Nuancen, es dürfen aber keine schwerwiegenden Differenzen sein. Genau, das sieht man auch, wenn man zum Beispiel Atlas mit einem DX-Feed betreibt oder zum Beispiel Rhythmic oder MT5. Es gibt ganz, ganz kleine Unterschiede Ja, mit ASIC. natürlich. Und man hat in Atlas natürlich auch den Vorteil, dass man mehrere Datenfeed-Anbieter miteinander betreiben kann. Man soll sie nur nicht zur gleichen Zeit einspeisen. Genau. Also man kann den Datenfluss ausschalten. Quasi, wenn man bei FXFlat ein Konto hat, kann man natürlich einen Datenfeed von Dritten verwenden dazu. Ja. Nun muss man halt, darf man nicht beide Datenfeeds einspeisen. Das Konto kann man verbinden, aber die Datenfeeds darf man nicht beide einspeisen. Und zur nächsten Frage, wie man die Lupe aufruft. Wie gesagt, sollten Sie die Beta-Version haben, ist es, glaube ich, schon vorhanden. Und mit dem Shortcut M kommt man zur Lupe. Ja. Und sonst hat man diese Lupe hier oben im Chart. Magnifier Mode hat man hier auch schon drinnen. Ja. Du musst dazu sagen, dass man die, dass man M gedrückt halten muss, wenn man. Ja, natürlich. Also Ja. solange man die Lupe braucht, lässt Ja. man M gedrückt. Und sonst ein Klick aufs Glas, dann bleibt sie aktiviert, bis man es eben ausschaltet. Aber im Normalfall macht man das mit einer Shortcut. Ja, Gut. gut, dann gab es noch eine Frage. Wie kann ich Absorption in Atlas darstellen? Gibt es einen Indikator dafür? Für eine Absorption braucht man keinen Indikator in Wirklichkeit. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, dass man das sieht. Ja. Möglichkeit 1, ich mache das jetzt auf die Schnelle, ein paar Minuten haben wir noch. Möglichkeit 1 ist es mit dem Smart Dome, ich mache ihn jetzt ein bisschen kleiner, damit wir hier was sehen. Kleiner Moment. Mit dem Smart Dome. Im Smart Dome gibt es Module, die das können. Das heißt, wir brauchen die Depth Changes. Ja, mit den Depth Changes, die konfiguriere ich mich, ob ich die Ask- oder die Bitsizeänderung sehen möchte oder beide. Ich schalte mal auf beide. Ja. Und hier wird mir in Echtzeit gezeigt, ob an den Limits was hinzukommt und was nicht. So, wie sieht man jetzt da eine Absorption? Es ist im Prinzip ganz einfach. Ja. Der Markt ist zwar jetzt hier relativ schnell, aber wenn ich hier sehe, in der Mitte habe ich die Market-Ausführungen auf den Preisen. Ja, und hier sehe, dass hier also ein Stacking betrieben wird, wie hier jetzt zum Beispiel. Ja, hier werden 200 dazu raufgeladen, 300 dazu raufgeladen und ich habe in Wirklichkeit aber nur im Schnitt 60, 70, 80 im Limitbuch, dann weiß ich ganz genau, dass hier eben, so wie hier jetzt gerade, ne, 260, 270, 280, der Preis kann nicht steigen, solange der hier Gas gibt. Jetzt sind wir bei 300, 350 und jetzt war dann aus. Ja. Und so kann man einmal Absorption im Dom sehen. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man eben einen Delta-Chart hernimmt. Ja. Und dann sehe ich ganz genau, wenn ich überwiegend extremes Volumen zum Beispiel auf der Kaufseite habe, Delta, ja, und der Kurs schafft es nicht zu steigen, dann ist hier eben absorbiert worden. Dann sind einfach zu viele Limits im Weg gestanden.
Und wenn ich, das kann man genauso filtern, wenn ich irgendwo am S&P 500 ein Delta habe im positiven Bereich von 50 bis zu 150 und ich sehe Levels, wo auf einmal 500, 600 drinnen stehen, dann haben hier extrem viele Leute gekauft, aber es wurden aber extrem viele Limits nachgeschoben, so dass dieser Überhang zustande kommt. Ja. Also so kann man eben Absorption am besten sehen. Ja, und wenn zum Beispiel nebenbei auch noch ein Tape läuft, dann sehe ich das auch ganz schön. Wenn es im Tape die ganze Zeit rot klingelt und mit hohem Volumen, aber der Kurs bewegt sich nicht mehr, weil auf der Limitseite, wenn ich dann wieder auf den Dom schaue oder in die Markttiefe schaue, die Limitseite immer knapp bevor das Level gelöscht wird, also bevor alles weggekauft worden ist, knallt es wieder mit 50 oder 100 Stück rein und er macht das immer wieder und immer wieder so, dass dieser Level nicht geklärt wird, dann habe ich eine typische Absorption. Ja? So kann man das jetzt da am einfachsten, würde ich sagen, sagen, wie man das macht. Gut, dann gab es noch eine Frage, welchen Datenanbieter verwendet Atlas? Also hier bei FXFlat, womit Atlas ja dann verbunden ist, haben wir CQG als Datenanbieter. Genau. Aber und selbstverständlich sind auch andere Datenanbieter mit Atlas, kann man damit auch verwenden. Ja, also Atlas hat grundsätzlich alle branchenüblichen Datenfeed-Konnektoren zur Auswahl. Also wir sind hier kompatibel. Und wenn es um FXFlat geht, wird eben die CQG-Verbindung von dem MetaTrader 5 in Atlas eingebunden. Ja, und es gibt eigentlich für den Retail-Markt, das ist meine Erfahrung, 3, 4 Anbieter, die eben perfekt sind, ja, und die auch leistbar sind. Und da gehört CQG, Rhythmic, DXFeed dazu. Natürlich gibt es Datenfeeds, die kosten 700-800 € im Monat. Ja. Nur das ist für uns Retailer dann eher weniger. Ja, also das ist dann wirklich dann zu machen, wann's dann wirklich passt. Und das ist eigentlich nicht zumutbar, vor allem nicht für Leute, die das lernen wollen und so weiter und so fort. Und der Vorteil von diesen teuren Datenfeeds, der spielt sich eben in Millisekunden ab. Und wenn man jetzt da 15 Millisekunden oder 20 Millisekunden schneller ist, aus der Praxis heraus, das ist eher unwahrscheinlich, dass man dann Vorteil hat. Man muss dann natürlich immer mit reinbringen in diese ganze Rechnung, wie das Ganze funktioniert, was das Matching an der Börse betrifft, also dass die Markttiefe hier. Ja, hier gilt ja genauso auf der Bid- und auf der Ask-Seite First in, First out. Das heißt, wenn der Bernd eine Limit-Order reinstellt, hier auf der 110, dann werden zuerst, wenn der Preis dahin kommt, den 15 gefillt. Wenn überhaupt, und dann kommt der Bernd dran. Ja, also die 16, die jetzt drin sind, die Nummer 16 ist der Bernd. Das heißt, zuerst werden die 15 gefilt und dann die 16, ja. 16. wäre der Bernd. Und was auch viele nicht wissen, der First in, First out gilt für uns, normale Händler. Ja, wenn jetzt der Market Maker rein will und seine Positionen in den Markt bringen möchte oder Liquidität herstellen, dann wird der uns overrulen. Das heißt, der bekommt vor uns, es ist egal, wann wir hier drin sind, die Ausführung. Ja. Das Gleiche gilt auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde bei der CME direkt seine Pakete bestellt und sagt, passt, ich brauche 5.000 in diese Richtung, bitte mit Iceberg Order füllen, dann sind die vor uns dran. Ja. Das heißt, der Retailer ist der Letzte und ein Datenfeed, der uns dann 15 bis 20 Millisekunden mehr liefert, und dann 700-800 € kostet, finde ich halt semi-produktiv oder eher unproduktiv für die ganze Sache. Ja. So, dann füllen die Abschlussfrage, wobei die ist, glaube ich, nicht ganz vollständig, aber ich stelle sie trotzdem. Ab welcher Kontogröße, denke ich mal, ist hier Futures Trading gemeint? Soll ich dazu was sagen? Oder? Ja, bitte. Also ich, wie gesagt, ja. Ich bin der Deck. Hier. Okay, also es kommt immer darauf an, wenn die, fangen wir mal bei den Mikro-Futures an. Also theoretisch, wenn man, da kann man natürlich jetzt hier kein Vermögen aufbauen mit den Mikro-Futures, aber wenn man jetzt mehr als einen Kontrakt handeln möchte, was eben sehr oft Sinn macht, dass man eben auch Ausgale oder Teilverkäufe machen kann, dann sagen wir immer, naja, so ab 2.000 Dollar, 2.500, 3.000 Dollar mit Mikro-Futures. Wenn man jetzt Mini-Futures handeln möchte, da ist ganz ehrlich die unterste Grenze meiner Meinung nach, wenn man auch ein ordentliches Risikomanagement betreiben möchte
und man will nur mit einem Kontrakt handeln. Es ist kaum zu verantworten, aber würde ich sagen, 10.000 Dollar beziehungsweise alles, was darüber liegt. Ja, aber jetzt zum Beispiel ein 10.000 Dollar Konto mit mehreren Mini-Futures, gerade zum Beispiel im S&P zu handeln, das ist schon vom Risikomanagement her halt ein echtes Problem. Also ich kenne jetzt nicht die Untergrenzen bei FX Flat, wie groß die sein müssen, ja, aber Mikrokonto, also mit dem man nur Mikro-Futures handelt, zum Beispiel S&P auf Mikro, da reichen 2.000, 3.000 Dollar, um auch mit mehreren Kontrakten handeln zu können. Genau. Also tatsächlich kann man bei uns ein MetaTrader 5 Futures-Konto ab 200 Euro eröffnen. Oh krass, okay, gut. Ja, genau. Ich würde noch die letzte Frage beantworten, weil sie eigentlich wichtig ist, die kommen ist. Weil hier steht, beim Pooling und Stacking sieht man oft große Unterschiede zu den Datenfeeds. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn wir uns das jetzt da auf meinem Schirm gerade anschauen, ist es meiner Meinung nach nicht relevant, ob wer 500 Kontrakte stackt oder 550 Kontrakte stackt. Ja, also wir schauen hier ja nicht mehr, weil der Markt schon so schnell ist, auf genaue Zahlen. Ja, wir möchten wissen, ob Pulling oder Stacking gerade zustande kommt. Ja, und ob das nun 500 Kontrakte sind oder 550, ist meiner Meinung nach irrelevant. Die anderen Unterschiede, was es natürlich zu den Datenfeeds gibt, ist überhaupt die Markttiefe. Wie viel sehe ich? Ja, die Eurex, glaube ich, schlag mir nicht tot, hat 12 Levels. Ja, pro Seite oder 13 oder sind es mittlerweile 14. Das ist das eine. Und die CME-Märkte haben zum Teil die volle Markttiefe. Das heißt, da geht es dann 1500 Ticks in jede Seite, wo die Daten in Echtzeit reinkommen und verändert werden. Das Ganze natürlich, die Berechnung und die Darstellung, kostet natürlich auch Rechenpower. Das ist ja nichts, was der Computer jetzt so aus der Hand schüttelt. Je älter und langsamer der Computer ist natürlich, umso mehr Probleme gibt es, wenn Volatilität in die Märkte kommt, wenn ich viel Veränderungen habe. Und wenn man dann zum Teil auch 8, 9 Märkte gleichzeitig offen hat, dann ist das, kann das, je nach Rechner, kann das natürlich auch fatal sein. Ja, und wir limitieren das nicht. Ja, also die Kunden können so viele Charts öffnen, wie sie wollen und aber auch ihr Computer verträgt. Das muss man immer im Auge halten. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich am Vormittag unterwegs bin oder am Nachmittag unterwegs bin, weil eben das Volumen ums Vielfache ansteigt, wenn die Amerikaner dazukommen. Ja, das soll man natürlich nicht unterschätzen, das Ganze. Das muss man immer auch im Auge behalten. Michael, darf ich ganz kurz was sagen? Und zwar, ich weiß nicht, ob alle wissen, was Pulling und Stacking ist. Vielleicht sollte man ganz kurz sagen, was es damit auf sich in zwei Sätzen oder weiß nicht. Oder ist es allen klar? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ja, Pulling und Stacking ist quasi das Draufladen von Limit Orders oder das Abziehen. Ja? Das heißt, wenn hier wer drauf stackt, dann wird, obwohl hier Kaufkraft ist auf der Market-Seite, der Kurs nicht mehr steigen, weil eben hier dafür gesorgt wird. Auf der rechten Seite, auf der Ask-Seite, dass das nicht passiert. Da wird immer wieder auf der Limit-Seite dazugeschoben, so wie der Bernd am Anfang gesagt hat, die Limits müssen leer gekauft werden in dem Fall, dass der Kurs steigen kann. Und das Stacking auf der Oberseite oder Pulling heißt eben, ich ziehe ab oder ich lege drauf. Mhm. Und wenn der ständig drauf legt, dann können hier Käufer sein, bis zum geht nicht mehr, der Kurs wird nicht steigen. Es wird einfach nicht passieren. Ja? Und dann hat man, aber dann bin ich fertig, das zeige ich noch, dann hat man eben das Phänomen, ich ändere das hier schnell, auf der Delta-Seite, dann hat man oder kann man das Phänomen haben, dass ich finde jetzt kein Beispiel, aber auf der Oberseite ein extremes positives Volumen habe, extrem, also nicht diese 130, wirklich ein extremes, wo die Leute kaufen, aber eben hier in dem Bereich, in der Markttiefe, die Limits immer wieder dazu gesteckt werden. Das heißt, es wird, obwohl gekauft wird wie verrückt, verhindert, dass der Kurs steigt. Und das resultiert dann eben zum Teil in Situationen, wo ich hier extrem viele Käufer habe, die falsch positioniert sind, weil die im Limit-Order-Buch verhindern, dass der Kurs steigt. Und dann kommt Panik rein, weil diese ganze Masse, die hier falsch positioniert ist und der Kurs dreht ab, wieder raus muss aus der Posi oder rausgeht. Und das ist eben dieser Impuls, der dann entsteht. Ja, also Pulling und Stacking hat eben mit Absorption auch was zu tun, ja, in dem Fall. Es wird aufgesteckt, ja,
es wird dann absorbiert. Das heißt, diese Käufer hier werden eliminiert. Diese Käufer hier werden egalisiert. Dann habe ich ganz viele Käufer und der Kurs dreht dann ab, weil alles, was kaufen wollte, gekauft hat. Ja, und dann kommen die Verkäufer und die werden dann aus dem Markt gedrückt. Ja, so. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen logisch erklärt. Okay. Ja, prima. Dann haben wir soweit alles geschafft. Wenn Fragen noch im Nachhinein aufkommen, dann gerne auch an uns schicken und wir leiten das dann entsprechend weiter. Ansonsten ja, bedanke ich mich wirklich sehr bei Ihnen, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie live dabei waren, dass Sie Fragen gestellt haben. Das, so macht das auch für die Referenten mehr Spaß. Und natürlich vielen lieben Dank an Bernd und Michael für die Zeit heute und für die Erklärungen. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und ich wünsche noch eine wirklich erfolgreiche, gute Woche. Bleiben Sie gesund. Und ja, ihr beiden, ihr habt jetzt das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Du zuerst, Michael. Natürlich gerne. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Es war wieder lustig und ich freue mich, dass jedes Mal so viele Leute da sind. Und das nächste Mal habe ich geplant, dass wir ein wenig über die Heatmap sprechen. Das heißt, wir werden uns anschauen in einem Chart, wie sich eben dieses Limit-Order-Buch verhält. Ja, was man hier sehen kann und welche Vorteile man hat, wenn man es sieht. Ja, somit wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ich will mich auch bedanken. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, beim nächsten Mal bin ich nicht dabei, aber sicherlich in der Zukunft wieder. Prima. Vielen Dank. Super. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.